Ja, kurz bevor das Video losgeht, will ich dich kurz darauf hinweisen, dass ab jetzt das Lego Investment und Reselling Tool online ist. Das wurde sich ja sehr, sehr oft in den Kommentaren gewünscht. Ich zeige es ja auch immer in meinen ganzen Lego Videos, in denen ich ja dir dann quasi mein Lego Depot mal vorstelle und ein paar Sachen erzähle. Und ich habe daraus jetzt quasi 9 Tools gebastelt, die du als Reseller und als Lego Investor nutzen kannst. Geht ja meist einher. Wenn du die Lego Sets kaufst, musst du ja wieder verkaufen, also resellen. Und das findest du alles in der Beschreibung. Und die ersten 5 von euch bekommen auch das ganze Tool zum halben Preis, das heißt mit Finanzeule 50, hier jetzt auch eingeblendet, könnt ihr da eingeben auf der Digistore-Seite mit Rabatt und kriegt dann einmal 50% Rabatt auf das Tool, also zum halben Preis. Ich würde mich freuen, wenn du es jetzt anschaust, damit unterstützt du mich und meinen Kanal und für alle, die es nicht interessiert, geht jetzt das eigentliche Video los. Damit begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute gibt es ein Video zum Thema Lego EOL Sets und speziell welche Sets im März 2021 vom Markt verschwinden und welche Sets ja für mich ein potenzielles Investment wären. So, dann springen wir direkt mal auf meinen Desktop und zwar kann ich euch immer sehr ans Herz legen oder empfehlen die Seite Stone Wars, denn letztendlich mache ich hier keine riesen Research, sondern tatsächlich nutze Quellen wie Stone Wars oder eol-sets.de. Das sind beide sehr interessante Seiten. Die kann ich auch mal hier zeigen. Einmal vom Spielwareninvestor und einmal, wie gesagt, von Stone Wars, damit ich einfach hier mal auch ein bisschen die Quellen nenne. Denn letztendlich kann jeder von euch diese Analysen selbst machen und kann auf solche Quellen hier zurückgreifen. Hier zum Beispiel seht ihr ein kleines Radar oder so ein Tempo. Ja, so eine Tempoanzeige quasi vom Auto, wenn man das kennt. Oder eine Spritanzeige, die eben jetzt hier die EOL-Temperatur anzeigt. Und da kann man ein bisschen durchscrollen. Ich würde mir an eurer Stelle immer Serien raussuchen, auf die ihr euch fokussiert. Ich zum Beispiel gehe auf Brickheads, dann Ideasets, also das sind, sagen wir mal, ja, so Sonderauflagen könnte man das nennen. Diese Apollo-Rakete zum Beispiel ist da ein Punkt. Dann gehe ich auf Creator Expert, also Science, diese Modular Buildings zum Beispiel oder eine Mondlandefähre etc. Solche Sets oder eine ISS, all diese Sets, die in diese Richtung gehen. Und ihr seht sie auch schon vor euch, einmal die Architecture-Serie und die Brickhead. Das sind so 5 Serien, auf die ich mich fokussiere. Weiterhin nehme ich auch immer so Special Sets mit rein. Also zum Beispiel irgendwelche Gift with Purchase-Aktionen. Aktuell gibt es ja im Lego-Store ab 100 Euro Einkaufswert ein Gift with Purchase dazu. Solche Sets versuche ich auch immer öfter zu bekommen. Die kann man auch dann teilweise, wenn man Leute kennt, direkt so kaufen. Und also da sind auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Solche Sets sind dann teilweise auch interessant, je nachdem, was man natürlich bekommt. Ich habe euch mal im Video eine Pralinen-Schachtel gezeigt. Es war so ein Gift with Purchase in Polybag-Form. Das ist halt 5 Euro wert. Da ist jetzt halt die Frage, wenn man das jetzt für 2-3 Euro bekommt, ob man da jetzt noch so krasse Renditen macht. Aber da muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und ich kann mal kurz das Gift with Purchase Set des aktuellen Monats holen. Eine Sekunde. Und zwar sieht das Set folgendermaßen aus. Und zwar ist es Amelia Earhart Tribute, also so ein Gedenken, das spiegelt ein bisschen so. Dieses Set hier, die Nummer 40450, und gibt davon schon zwei Versionen davor, also von diesem ja, Gedenkset sozusagen, und die haben alle aktuell so einen Marktwert zwischen 20 und 40 Euro, das schwankt immer so ein bisschen, gewerblich dahinter, nicht gewerblich, EB Plus, nicht EB Plus, und natürlich auch die Plattform, aber man sagt so 20 bis 40 Euro. Ich habe jetzt auch eins eingestellt für 35 ungefähr. Das verkaufe ich dann und ich habe noch ein paar eingelagert. Also von daher doch sehr zufrieden. Wie gesagt, kann man auch teilweise dann über Kleinanzeigen oder so günstig erstehen. Also ich finde es interessant. Das ist ein schönes Set und ich glaube, das spricht Sammler an. Weil es auch ein schönes Flugzeug ist, den kannst du dir nochmal anschauen. Ich würde es mir sogar tatsächlich irgendwo hinstellen. Aber ich sehe dann die Rendite, die ich mit dem Set mache und denke mir dann, besser verkaufen als behalten. Sonst würde ich mir wahrscheinlich ja, als Reseller selbst auf die Finger hauen, wenn ich hier dieses Set aufmachen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, dann könnt ihr hier durchscrollen und euch ein bisschen interessante Sets raussuchen. Ist natürlich alles noch ein bisschen teilweise nicht täglich geupdatet, aber wenn ihr ein bisschen affin seid und euch hier so 10 Sets rausgesucht habt und euch Preiswerke einstellt, bei Idealo zum Beispiel, dann könnt ihr sehr gut abräumen. Aktuell interessant sind einige Sets, aber 3 Stück wurden jetzt tatsächlich als Einstellung in Kürze im Lego Store markiert. Das ist auch immer eine coole Sache. Da könnt ihr einfach auf lego.de gehen und könnt dann dort hier, also hier seht ihr das Gift with Purchase ab 100 Euro und könnt jetzt hier zum Beispiel, das ist auch immer ganz cool, das kann ich euch auch noch zeigen. Ich hau einfach mal alles raus, was ich noch so noch nicht erzählt habe in Videos. Könnt ihr hier auf Sales gehen und das auch aktuell hier
dieses Set, die Schneeballschlacht, ist aktuell sehr interessant. Wahrscheinlich, wenn ich das hier gesagt habe und es danach 20 Leute kaufen, vielleicht nicht mehr so. Aber dann müsst ihr mal euren eigenen Research machen, ob sich das für euch lohnt tatsächlich. Aber für mich lohnt es sich, dieses Set hier zu nehmen, denn schaut es euch an, man kriegt das mittlerweile für 20 Euro oder naja, knapp 20 Euro los und ihr kauft es hier für 9 ein, selbst mit Versand. Ich zahle was um die 4 Euro Versand als Geschäftskunde und dann habe ich immer noch irgendwie 5 Euro. Wenn man dann noch ein bisschen Gebühren abzieht, dann bist du dabei 4 Euro oder so und dann hast du 50% auf den Einkaufspreis als Marge, je nachdem, was du natürlich an sonstigen Kosten hast. Und wenn man das bis Weihnachten hält, kann man das bestimmt für 24, 25 Euro verkaufen und dann ja, freut man sich über eine kleine Rendite. Wie gesagt, ist auf 5 limitiert, aber ist zum Beispiel, um jetzt dieses Gift for Purchase zu bekommen, kann man das irgendwie kombinieren mit zum Beispiel, wenn man das Rehen hier noch bekommt als Brickhead, das ist ab und zu noch verfügbar. Oder aktuell gibt es auch noch die Fossilien. Fossilien heißen die, glaube ich. Könnt ihr auch mal googeln, die findet ihr auch. Vielleicht sind die hier. Hier, Dinosaurier-Fossilien. Sind auch schon hot. Sind bei Lego ab und zu verfügbar. Ich snipe auch gerade drauf, dass ich vielleicht noch 2 bekomme zusammen. Also wenn da kommst du auf über 100 Euro und dann kannst du nämlich dieses Gift with Purchase mitnehmen. Solche Spielereien. Also da kann man einen Haufen machen, wenn man so ein bisschen halt den Markt beobachtet, weiß, welches jetzt verschwinden. Wo kann man noch günstiger an die Sets kommen? Denn dieses Dinosaurier-Fossil ist meines Wissens nach auch aktuell nirgendwo sonderlich günstiger zu bekommen. Da könnt ihr einfach auf Prickmerch und auf Idealo gehen. Haut hier oben die Setnummer, vielleicht ohne Hashtag rein, aber es geht auch mit. Seht ihr hier, im Legoland gibt es sie gerade und eben bei Lego sind sie gerade out of stock, aber da kann man immer ein paar Rabatte mitnehmen. Oder auch mal Müller schauen mit dem 10% Rabattcode und den 5 Euro Startguthaben bei eurem Blütenkonto und dann kriegt man da das Set auch für vielleicht 50 Euro, wenn man da Glück hat. Also alles interessante Deals, aber kommen wir jetzt mal zu den Sets. Eine Sache, die ich interessant finde, ist das Ninjago-Set. Man muss hier dazu sagen, ich bin selbst in der Nische nicht so aktiv, aber es gab viele Ninjago-Sets in der Vergangenheit, die doch sich gut entwickelt haben. Wir sehen hier Ninjago City zum Beispiel, solche Sets, die hat man tatsächlich sehr günstig teilweise bekommen und die sind doch, würde ich mal sagen, interessant. Also wer also in dieser Ninjago-Nische unterwegs ist und sagt, okay, für ihn ist das vielleicht interessant, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ich persönlich muss dazu sagen, ich kaufe es nicht. Oder auch so ein Avengers-Set, da sind auch Avengers-Figuren drin. Immer ein Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist, geht auf die Seite Pricklink, perfekt. Pricklink heißt die Seite hier. Da habe ich auch schon mal übrigens nach Carrot Tune gesucht für dieses Video und habe ein bisschen Research betrieben, wo man die so günstiger oder teurer bekommt. Haut hier die Setnummer rein und könnt euch, nein nicht hier, sondern hier oben bei Price Guide und haut hier die Setnummer rein bei Part Out Value und dann macht Parts and Whole Minifix, Instruction Box Extra Parts und Value und dann sagt er euch, das Set hat einen Current Sale von 137 Dollar, dann haut ihr das kurz in den Euro-Dollar Rechner rein, dann wisst ihr, was das für ein Euro-Preis ist und nein, ich möchte nicht Pfund Sterling, sondern ich möchte den Dollar, möchtet ihr mit den Dollar-Euro, US-Dollar-Euro, da haben wir es und dann hauen wir hier den US-Dollar-Preis rein, dann sehen wir 115 Euro. Wie wir gerade gesehen haben, gibt es das Set jetzt hier für 58, also ungefähr für die Hälfte, das heißt ein paar dort von 2 und das ist schon ganz interessant. Und ihr könnt dann auch auf dieser Seite, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, ihr könnt es mit jedem Set machen, könnt ihr hier im Price Guide auch euch anzeigen lassen, wie das mit speziellen Figuren aussieht, also ob die irgendwie exklusiv sind, ob man die, nein, das war jetzt nicht mein Ziel, ich wollte nicht da um die, ich wollte die Setnummer reinhauen. Und zwar könnt ihr euch dann das Set anzeigen lassen und bekommt dann und wisst dann quasi, ist diese Figur noch in anderen Sets verfügbar. Da ist das Set. Und dann haben wir hier Set Inventory und dann haben wir gleich die Figuren. Die Figuren. Ich weiß nicht, ob die ganz unten oder ganz oben sind. Ah, der macht, ah, hier, genau, hier sind die Figuren. Und dann könnt ihr euch quasi hier durch die Figuren quasi durchklicken, indem ihr die Figuren hier aufmacht. Und könnt schauen, aha, die ist nur in einem Set verfügbar. Das heißt, die Figur ist exklusiv. Und dann buddelt ihr euch da ein bisschen weiter durch alle Figuren und schaut mal, wie viele sind denn exklusiv zum Beispiel. Und könnt daran schon mal festmachen, okay, wenn das jetzt nicht neu aufgesetzt wird, dann ist die Figur hier exklusiv. Manchmal ist es so, dass hier 2 oder 3 Sets stehen, dann würde ich schauen, ob euer Set das günstigste ist. Warum? Wenn die Figur noch in anderen Sets ist, aber diese Sets teurer sind, dann ist das kein Problem. Weil dann, wenn die Leute eher das günstige Set kaufen, wenn sie eine Figur wollen, weil die anderen Sets sind ja teurer. Heißt dementsprechend, wenn ihr dann das günstigere Set habt, könnt ihr damit den Preis auch ein bisschen höher gehen, weil die Leute müssen ja dann zwangsweise dieses Set kaufen oder sie kaufen halt gleich das teure. Und da kann man ein bisschen rumspielen
und sich mal durchklicken. Ihr seht jetzt hier, die ist zum Beispiel in 5 weiteren Sets verfügbar. Und dann seht ihr hier vor allem aus Sets aus dem Jahr 2020. Und ihr seht, das Set hier ist doch mit das größte. Das heißt, vielleicht ist diese Figur dann in dem Set nicht die Figur, die irgendwelche Gewinne trägt. Dementsprechend, jetzt an dem Beispiel kurz gezeigt, wie man so eine Analyse aufsetzen kann. Dann kann man schauen, was sie auf eBay wert, wie ist die Preisentwicklung in den letzten Monaten gewesen, wie gehypt ist das Thema. All diese Faktoren würde ich mit einfließen lassen. Beispiel ist, wie gesagt, Speed Champions. Hier gibt es eine Neuauflage, das heißt, die Speed Champions werden ein bisschen größer, also um einen Stats, also um einen Lego-Block, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das noch die alten Sets, also die alte Größe. Das heißt, wenn jemand also die alte Serie komplettieren möchte, muss er zu euch kommen oder zu einem anderen Reseller oder Lego-Investor und es dort kaufen. Und das Set gibt es jetzt aktuell noch für 20% unter der UVP. Ich gehe davon aus, dass das die UVP ist, dass Amazon hier richtig liegt. Und vielleicht kriegt ihr die auch noch woanders. Ne? Wie gesagt, Preisvergleich geht ja relativ schnell mit diesem, mit der Seite hier, Brickmerd. Die kann ich auch wirklich sehr ins Herz legen. Da seht ihr, aha, Amazon Real hat es im Angebot. Real vielleicht irgendwie mit einem Family-Friends-Gutschein, wie auch immer, oder lokal mit Payback-Punkten. Das sind beides Möglichkeiten oder halt bei MyToys irgendwie mit Cashback. Genau. Und wie bereits im letzten Video angesprochen, das verlinke ich dir auch an der Stelle mal hier oben, findest du auch nochmal den AT-ST Raider hier jetzt mittlerweile, ja, für über der UVP, also mit Versand leider über der UVP, aber ihr könnt sie im Müller zum Beispiel noch bekommen, wenn ihr Glück habt, habe ich ja in dem Video alles erzählt. Also gerne reinschauen. Das sind jetzt die beiden Sets, die ich auch selbst für mich und auch für das Lego Depot gekauft habe. Weiterhin kann ich euch noch empfehlen, und zwar, wenn ihr nur die ersten 4 Stellen hier nehmt, gibt es noch andere Speed Champions. Ihr könnt gerade mal hier bei reingehen und könnt quasi jetzt eine 4 hinten dran und 5 hinten dran machen. Dann habt ihr den Porsche 911 zum Beispiel. Oder wenn ihr ein bisschen weiter sucht, findet ihr noch andere Sets, die tatsächlich auch zu dieser alten kleinen Serie gehören. Also mit dem schmaleren, ja, wie nennt man das denn, Aufbau sozusagen. Und diese Sets sind doch ganz interessant, weil jetzt ja, wie gesagt, die neue Serie, die etwas breiter ist, auf den Markt kommt und dementsprechend jetzt die alten Sets dann nach und nach vom Markt verschwinden. Und die Sets gibt es teilweise für unter 9 Euro inklusive Versand oder für unter 10 Euro mit Versand oder mal einen lokalen Rossmann schauen mit Rossmann 10% Rabattcode. Ich weiß, der Rossmann 10% Rabattcode ist das Resellers Liebling, also mit dem kann man echt viel anstellen bei Rossmann, wie gesagt, und bei Müller und vor allem für ja, Sets, die sich dem Ende nähern und vom Markt verschwinden und man sie noch abholen möchte, wenn man sie noch nicht im Lager hat oder im Depot. Sehr interessant. Also, wie gesagt, hier habt ihr eol-sets.de und hier habt ihr Stonewalls und auf beiden Seiten könnt ihr ein bisschen rumsurfen und dann findet ihr immer interessante Sets. Macht eure kleine Analyse, wie gesagt, mit der Seite Bricklink. Da könnt ihr immer nach den, ja, Werten der Sets schauen, so ein Part-Out-Value und ob gewisse Sets exklusiv oder gewisse Figuren in dem Set exklusiv sind. Dann über Brickmerch schauen, ob das Set exklusiv bei Lego ist. Dann vielleicht das bei Lego mit einem Gift with Purchase mitnehmen. Oder, wenn es nicht exklusiv ist, den günstigsten Shop suchen. Immer iCrawl, Schuh, Payback, Rossmann-Gutscheine beachten. Ich verlinke auch alles nochmal unten, die Seiten. Da gibt es auch ein paar Startboni. Also wer noch kein iCrawl-Konto hat, kann da mal die 3 oder 5 Euro, die es aktuell gibt, gerne mitnehmen. Der Link ist unten, ist ein Affiliate-Link. Ich bekomme also eine kleine Provision. Und ihr bekommt eben quasi einfach die Hälfte der Provision als Startguthaben. Also finde ich doch ein ganz fairer Deal. Immer auch hier ab und zu mal bei den Sales reinschauen. Das Schneeball-Schlachtset gab es am letzten Video nicht, als ich über die Sales gesprochen habe, also bei Angebot und Sales und dann auf Sales. Gibt es jetzt wieder mit einer 5er-Limitierung und könnt ihr also zum Beispiel mit den Halloween-Sachen, das hat die Frage, wie groß dann später der Markt sein wird, zusammen kaufen. Kommt dann über die 100 Euro, kriegt euer Gift with Purchase Set, das 20 Euro bestimmt einspielt. Habt dann quasi, wenn ihr da jetzt vielleicht 20 Sets mitgenommen habt, überall nochmal 1 Euro plus Cashback, nochmal 1, 2, 3%. Zum Beispiel hier, iCrawl, gibt es gerade 2% Cashback und bei Schub auch. Also immer sehr entspannt. Das sind also jetzt mal meine Ideen oder Anregungen für den Monat März. Dann setzt sie vom Markt verschwinden. Wenn weitere Sets markiert werden als Einstellungen in Kürze, werde ich darüber nochmal ein Video machen und auch nochmal darüber sprechen, vor allem welche Sets ich dann im Speziellen nochmal einlagere. Aber wie gesagt, die beiden Sets habe ich eingelagert plus noch einige dieser ja, Speed Champions, der 7, 5, 8, 9 und dann hinten dran kann man quasi mit den Nummern spielen, kriegt dann die verschiedenen Versionen. Wenn es dich interessiert, dann schau einfach die Tage oder beziehungsweise an einem der kommenden Sonntage um 10 Uhr mal rein. Also einfach abonnieren, Glocke anmachen, dann verpasst du es nicht. Dort habe ich ein Lego Depot und dort habe ich dann auch solche Sets mal oder genau diese Sets gekauft. Und auch immer wenn die Sets im Angebot sind, poste ich das auf Instagram in meiner Story. Also da auch gerne vorbeischauen, dann verpasst du es nicht mehr. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ja, dann ist das Video an der Stelle zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag um 10 Uhr zu einem weiteren Video. Ich verlinke
hier meinen Kanal und ein weiteres Video. Gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, ein Video einen Daumen nach oben geben und ein Feedback in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich eine finanziell erfolgreiche Woche und bleibt gesund. Auf Wiedersehen.